Ich studiere IT Systems Engineering im Master am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und ich zeige hier Fiberio, den weltweit ersten Touchscreen, der auf der gesamten Bildschirmoberfläche Fingerabdrücke erkennen kann. Die Idee kam meinem Kommilitonen Christian Holz, als er mit Glasblöcken, mit dem wir bereits früher an unserem Lehrstuhl gearbeitet haben, spielte und dabei feststellte, dass er durch diese Fingerabdrücke, durch diese Glasblöcke hindurch seinen Fingerabdruck sehen kann. Der Nutzen ist, dass verschiedene Menschen gleichzeitig an einem System arbeiten können und gleichzeitig das System immer weiß, wer wo an welcher Stelle interagiert. Ja, denn niemand anderes kann unter meinem Namen beginnen, E-Mails zu verschicken, auf Facebook etwas zu posten oder bei Amazon mir neue Unterwäsche zu kaufen.